Dann gucken wir doch mal hier, was hier so abgeht. Hallo. Wir hörten schon, dass du im Anmarsch bist. Echt? Tritt dich so laut auf? Ah! Na super. Das ist ja mal wieder super Spitzenklasse. Dann wechsle ich jetzt das Pokémon. Kenne ich gar nichts. Warte mal, Kampf ist schlecht gegen Pflanze, aber Pflanze ist, glaube ich, nicht effektiv gegen Kampf. Also, es ist einfach beides schlecht gegeneinander, kann das sein? Dann wäre das nämlich gerade ganz schön dumm, dass ich das eingesetzt habe. Nee, ist einfach normal. Noch ein Macholo. Ach, Kröte macht sie alle fertig. Was? Ich hab verloren? Ah. Geh ruhig weiter. Du benötigst den Liftöffner und der fehlt dir. Da, da hast du recht. Vielleicht ist es der ja. Nee, es ist Frustration. Ich habe Frustration gefunden. Habe ich schon ganz oft gefunden. Ich habe endlich Zufriedenheit gefunden im Duden. Ah! So. Gehe ich mal hier hin. Gehe ich mal hier hin. Gehe ich mal hier hin. Ja, hier ist noch ein Pfeilrätsel, wie ich mir dachte. Ein Sonderbonbon! Bonbon! So, beim Sonderbonbon ist immer sehr wichtig, das vergesse ich immer, zu gucken, wie viele Erfahrungspunkte der schon hat, weil die verliert er dann. So, der hat nicht so viel, der noch weniger, der hat gar nichts. Ja, das heißt natürlich ganz klar, Pixie kriegt das. So muss man das machen, das ist mein Tipp an alle. Ja, denn sonst sind die ja verloren und man hat die umsonst trainiert sozusagen. Also, hier bitte. Ja, schade, dass das jetzt gar keine neue Attacke mehr erlernen. Naja. So, jetzt muss ich nochmal hier hoch. Und jetzt gehen wir... Was machen wir denn? Hier hin. Halte dich aus Team Rockets Angelegenheiten raus. Ich versuch's ja, aber das Spiel zwingt mich dazu. Es gibt ja auch einen Hack, wo man, glaube ich, Team Rocket ist, ne? Hab ich auch schon überlegt, ob ich Pokémon-Hacks spiele. Das wäre bestimmt auch cool. Aber erstmal muss ich dieses Spiel hier durchhaben und das dauert noch ganz schön lange. Denn Pokémon ist länger, als man denkt. Traumato? Ach stimmt, Traumato haben wir auch manchmal. Das habe ich in meiner Aufzählung vergessen. Aber es ist halt ein bisschen nervig, dass sie alle dieselben haben. Und schon wieder sind die AP alle. Und jetzt kann ich nicht mal mehr Steinwurf machen. So ein Arsch. Da werde ich glatt wütend. Oh. Jetzt ist er aber sowas von tot. Radikal. Das Schöne ist, wenn Felsnatter gleich Level 30 erreicht hat, dann ist es endlich austrainiert und ja. Da muss ich nicht mehr so sehr darauf achten und wenn das jetzt keine AP mehr hat, muss ich das nicht unbedingt auffüllen, sondern kämpfe einfach mit wem anders weiter. Uff, ich bin am Boden. Vielleicht schaffe ich das jetzt ja auch so, ich habe keine Lust, das aufzufüllen.
Das Sivscope, das Gerät, das der Boss geraubt hat, das ist hier irgendwo. Schön, dass du es einfach so verrätst. Vielleicht ist es ja das. Schattenglas. What the frick is this? Ein Item, das einem Pokémon zum Tragen gegeben werden kann. Es verstärkt Unlichtattacken. Und das geben wir doch mal Wilhelmina. Denn die kann ja Biss, glaube ich, ne? Stimmt das überhaupt? Mal eben gucken. Ja. Das ist doch schön. Hier kriegt man so selten Sachen, die man den Pokémon geben kann. Das ist doch schön. Da freut man sich viel mehr. Denn beim anderen, zum Beispiel Pokémon Y, da gibt es so viel, dass es viel zu viel gibt. Man weiß gar nicht, was man denen geben soll. Top Ether, das passt ja. Ich schaffe das auch mit Tackeln. Übernahme. Weiß ich gerade gar nicht mehr, was das bringt. Ich werde dir den Lüftöffner niemals geben. Oh, das könnte ein Hinweis sein, dass er uns den Lüftöffner gibt. Aber es ist nur so eine Vermutung. Ach. Ja, dann mache ich jetzt Raserei. Aber es wird echt Zeit, dass Onix mal bessere Attacken erlernt. Mann, was ist das denn für ein Scheiß? Hätte ich dir mal die AP aufgefüllt. So, der 100 Jahre. Jetzt geht das auch noch daneben. Mach ich lieber Tackle. Was? Du Spastard! Mann, ist der blöd! Mann, noch ein Kampf! Oh Mann! Egal. Das war blöd, ne? Ich bin aber auch blöd. Ich hab ganz vergessen, dass wir schon Bisaflor haben. Ich dachte irgendwie, ich wäre noch ein Bisaknosp. Naja. Oh nein. Mist, ich habe den Lüftöffner verloren. Wo ist er nur? Also ich habe ihn nicht gefunden. Tschüss. So, jetzt müssen wir noch den Lift finden. Hier sind extra Pfeile, damit man zurückkommt. Wo war der denn jetzt nochmal? Hier ist nix. Ja, ich habe ein Kurzzeitgedächtnis. Das ist echt gut. Muss ich jetzt nicht nochmal das hier machen? Ja, ne? Das ist ja blöd. Das will ich nicht nochmal machen. Ich will das nicht. Ich muss mich konzentrieren, darum bin ich so leise. So, hier war der Aufzug. Keine Ahnung. Bin ich hier richtig? Oh. Calcium. This is great. Spezialangriff. Das geben wir doch einfach mal Kröte. Denn, ja, Onix hatte nicht unbedingt so viel Spezialangriffe, wenn überhaupt. Flops hat gar keine. Okay, das sind wohl meine letzten beiden Gegner. Ich heile das jetzt nicht extra dafür, das ist doch Verschwendung. Stimmt das überhaupt? Naja, mal gucken. Hallo? Du warst es, der unsere Pläne am Mondberg zunichte gemacht hat. Richtig.
Oh, ein Sandan. Welch Wunder. Dort geht er einfach. Okay. Irgendwie weiß ich nicht mehr. Ich weiß irgendwie gar nichts mehr von diesem Spiel. Ah ja, da fällt mir ein, das ist jetzt ziemlich spät, weil das ist. Was ich ja noch erwähnen wollte. Irgendjemand hat bei einem früheren Paar, das ist schon ein bisschen länger her jetzt, geschrieben. Das alte Pokémon ist immer noch am besten. Back to the Rootenschlag. Das fand ich so gut. Back to the Roots. Back to the Rootenschlag. Hat auch lange gedauert, bis ich es verstanden habe. Ja, das wollte ich mal kurz erwähnen. Das wollte ich eigentlich schon viel früher sagen, ist mir jetzt erst eingefallen. Dieses Kind ist einfach unschlagbar. Ich weiß. Willst du das dem Rocket zugrunde richten? Ja. Spürst du nicht die Schönheit der dunklen Seite der Macht? Sind wir bei Star Wars oder was? Okay, ich komme zu euch, wenn ihr Kekse habt. Diese blöden Retterhans. Nein, ich will nicht paralysiert sein. Der macht dir dauernd Blicke. Erst ein Giftblick, jetzt ein Silberblick. Nicht, dass die Augen davon kaputt gehen. Musst du viel Karotten essen, Rettern, wenn du die Attacken weiter einsetzen willst. Und noch ein Sandan zum Abschluss. Ach, das ist gar kein Abschluss. Das laber ich hier. Ich bin völlig bescheuert. Aua. Okay, mal gucken, was der wahre Abschluss ist. Wenn es ein Zubat ist, dann setze ich Onix ein. Oder? Keine Ahnung. Arbok. Nö, das macht Brownie jetzt. Arbok ist schon ein cooles Pokémon eigentlich, ne? Und sowieso, Kobras sind coole Tiere. Spukball, okay. Cool. Oh Mann, die sollen mal aufhören, meine ganzen Pokémon zu paralysieren. Finde ich nicht in Ordnung. Das ist ja völliger Schwachsinn. Ja, das ist halt das Risiko beim Metronom, ne? Da kann auch was Blödes bei rauskommen. Ha! Jetzt hat sich die Schlange in eine Fee verliebt. Ist auch so ein Sprichwort, oder? Und dafür schreck ich zurück. Das hat es ja gebraucht. Tja. Pixie ist einfach so verzaubernd. Wow! Es fliegt davon! Pixie, wie hast du das gemacht? Cool. Ach, ich kann Schaufler? Wusste ich ja gar nicht. Ich mache eher nichts anderes mehr als Metronom. Aber Schaufler wäre besser gewesen, weil es effektiv gegen Gift ist. Naja. Hauen wir es noch zum Abschluss ein bisschen. Autsch. Gnade, Boss, ich habe versagt. Oh, ist da jetzt schon der Boss? Puh.
machen wir mal mit Wilhelmina, weil Felsnatter ist halb tot, Brownie und Kröte sind paralysiert. Der kann das ja nur nach Wilhelmina rausreißen. Ja, das ist der Boss von Team Rocket. Hallo. Ich bin schwer beeindruckt. Du bist tatsächlich weit gekommen. Das Team Rocket finanziert mit Pokémon seine finsteren Pläne. Ich bin hier der Boss, Giovanni. Mach dich bereit, Höllenqualen zu erleiden. Wicht, völlig falsch betont. Giovanni, soll das eigentlich bedeuten... Also ja, ist ja klar, dass das ein Mafia-Boss ist, ne? Das ist ja ganz schön crazy, dass bei Pokémon die Mafia vorkommt. Team Rocket ist eigentlich eine Mafia, das ist mir irgendwie noch nie aufgefallen, dann bin ich dumm. So, na super, das passt ja perfekt, dass der ein Onix hat. Vielleicht hilft ja das Schattenglas was. Bedeutet das jetzt eigentlich, dass Golbat eine Sonnenbrille aufhat? Eigentlich schon, ne? Ja, ist echt ganz schön heftig. Ha! Hä? Ich hätte eigentlich erwartet, dass es nicht sehr effektiv ist. Naja. Rihorn, Alter. Mann, ich wollte das Pokémon wechseln! Ja, ich habe ganz vergessen, dass Giovanni Stein- und Boden-Pokémon hat. Aber da er blöd ist und immer ganz schön dumme Attacken einsetzt, ist es bis jetzt noch nicht schlimm. Aber wenn der eine Steinattacke einsetzt, bin ich wahrscheinlich tot. Der hat so mächtige Pokémon. Es ist schließlich Giovanni. Kangama, das schaffe ich auch noch mit Wilhelmina. Mach ich mal Flügelschlag. Alter. Mega. Oh. Mach ich lieber wieder Biss. Wenn ich jetzt nicht tot bin. Nee, bin ich nicht. Heftig, ey. Level 29. Was ist das für ein heftiger Scheiß? Voll der Beißkampf. Nein! Oh. Schaffe ich aber trotzdem nicht mehr. Und tschüss. Dann muss halt Brownie ran. Auch wenn es paralysiert ist. Ich kann einfach nicht anders. Ich muss Metronom machen. Drachenwut, Alter. Ha. Ich liebe Metronom, habe ich das schon mal erwähnt. Nein! Ich habe kläglich versagt. Offensichtlich trainierst du deine Pokémon sehr sorgfältig. Trotzdem würdest du meine Ziele und Beweggründe nie verstehen. Dieses Mal lasse ich dich noch von dann ziehen. Doch wir werden uns wiedersehen. Oh, er hat was hinterlassen. Das Sylph-Scope. Ja, natürlich war das nicht unsere letzte Begegnung mit Giovanni. Wir benutzen jetzt das Fluchtseil. Übrigens sind jetzt alle Team Rocket-Mitglieder verschwunden. Aus diesem Gebäude. Und da sind wir wieder in Prismania City. Gehe ich mal, wo ist Pokémon Center? Pokémon Center, wo bist du? Ach da, ich dachte eben, das wäre ein Markt. Ja, und jetzt haben wir das Sylph Scope. Damit können wir in den Pokémon-Turm, in dem wir ja schon waren. Und kommen an diesem komischen Geist vorbei. Das ist doch schön. Müssen wir nur erstmal wieder hinlaufen. Und ich würde sagen, das mache ich das nächste Mal. Und dann sehen wir uns gleich in Lavandia wieder. Und dann gucken wir mal, was sich dann, wie es dann da weitergeht. Und danach können wir dann hier endlich mal in die Arena gehen. Ja, und bis dahin noch viel Spaß. Danke fürs Zugucken. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Also, bis dann.